Willkommen zurück zu einem weiteren Einteiler. Und es ist schon ein bisschen her, dass wir so ein Storygame gespielt haben, aber heute spielen wir What Remains of Edith Finch. Und tatsächlich habe ich es hinbekommen, im Laufe der Jahre, seitdem das Spiel rausgekommen ist, nicht einmal irgendwas über das Spiel mitzubekommen. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr, sehr gut sein soll und anscheinend so ein bisschen in die traurige Richtung geht und circa 1,5 Stunden geht. Das heißt, holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen, bereitet euch vor, ich muss mir gleich noch meinen Energy Drink holen, der da hinten steht, den ich vergessen habe. Und wir spielen jetzt das Spiel. Ich weiß nichts über die Story, ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe, ihr wisst auch sehr wenig. Und wir werden jetzt einfach mal ein Stück spielen und schauen, wo die Story uns hinführen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch absolut gar nichts gesehen. Let's go. Es gibt kein Menü oder sowas. Das Spiel startet einfach direkt, deswegen musste ich kurz das Menü sprengen. Aber Edith Finch. What? A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Okay. Oh, sehr schöner Grafikstil. Ist so eine Mischung aus realistisch und Cartoon. But I wasn't allowed inside half the rooms. Was zum Fick ist das? Ist das originale Hello Neighbor House? God damn it. Not bad. Okay. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay, ich mag den Style vom Spiel sehr. I hadn't been back since my brother Louis's funeral. Oh, das ist mit richtig viel Liebe gemacht, das Spiel. Ich merke es jetzt schon. Allein, wo die ganzen Texte spawnen, wie die in der Welt drin sind. Left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Okay. Also wir spielen gerade Edith Finch. Und vom Namen des Spiels geht man davon aus, dass wir es nicht überlebt haben. Okay. Na gut. Kann ich sprinten oder die Schiffe davon? But I saw a few hoof prints. Not bad. Ich bin sehr gespannt, wo die Story hinführt. Okay. Ob es vielleicht sogar auf Firewatch-Level kommen könnte? Ist ja krass. DRS, da haben wir auch schon gespielt, aber ich glaube, das hier ist mehr Story, weniger Laufen. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Uiuiui. Wo waren wir denn die ganze Zeit? Alter. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Das Spiel weiß, dass man in dem Moment hier nach oben zum Haus schauen will, deswegen ist der Text dort da. Das ist smart gemacht. Good shit. Gefällt mir. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Ich kann es erklären. Das sieht nämlich unglaublich gruselig aus, das Haus. Ist super surreal und seltsam. Ist hier was? Nee. Ich weiß nicht, wie viel ich erkunden soll. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Das wundert mich nicht. Das ist relativ verständlich. Wer ist missing? Keine Ahnung. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Okay, irgendwas stimmt offensichtlich nicht mit dem Haus. Abgesehen davon, dass es super gruselig aussieht. Okay, wofür ist der Schlüssel da? Hintereingang? Hier irgendwas machen wahrscheinlich nicht, oder? Wird nicht so. Mein Gott, ist das Spiel liebevoll gemacht. Ist ja großartig. Prowling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Alter, mir gefallen die Farben in dem Spiel richtig gut. Guck ich das mal an. Das ist super schön.
For the first time in years, I felt like I was home. Okay. The table was still a wreck from the night we left. What? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Das soll Jahre her sein hier. 6 Jahre. Okay. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Okay, also ich kann ab und zu ein paar Sachen untersuchen und dann sagt sie ein paar Bonussachen, ja. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Ja? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Das ist ein sehr moderner Fernseher auf Büchern gestapelt, okay? Weil ich weiß, was die Person meint, was sie meint hier. Es sind ja alles normale Möbel, normale Sachen, aber irgendwas stimmt halt einfach nicht. Alter, der Ausblick. Das ist ein sehr schönes Haus. Da kann man nichts gegen sagen. Kann ich hier noch? Oh, ich kann einfach alles erkunden, das ist schön. Okay, ich werde so viel erkunden wie möglich. Ich will wirklich wissen, worum es hier im Spiel geht. Achso, ich muss. Okay. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, was ist da unten? Kriegen wir später raus? Wahrscheinlich, oder? Was ist denn das? Was sehe ich da? Egal. Da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen, oder? Okay. Sieht alles noch ziemlich in Ordnung aus hier. Instead of a family, there were just memories of one. Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. Imperial Palace. Das ist, ach, das ist so ein Soda-Ding, okay. Ich dachte, das schwebt einfach irgendwas in der Luft, sind Back oder so, aber nein. Sowas gibt's hier nicht, ne? Edith, Lewis, Dawn, okay. Alright. Gut, dann. Oh, hier ist noch was. After Lewis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Dann mal hoch. Schätze ich, oder ist hier was? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was ist denn passiert? Was zum... Jesus, Mann, wie viele Bücher habt ihr eigentlich? Ich finde, die Bücher sind überall, die müssen irgendwas zu bedeuten haben. Die haben überall Bücher gestapelt. Ist mir jetzt gerade erst auf? Hier stimmt doch was nicht. Überall! Und ein bisschen zu viele Bilder auch noch hier, ne? Na gut. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ich weiß übrigens nicht, ob das Spiel einen Horroraspekt oder sowas hat. Ich glaube nicht, aber vielleicht schon. Es würde zumindest relativ reinpassen von der ganzen Aufmachung. Calvin. Sind das die Leute, die verstorben sind? Weil anscheinend sterben hier alle, abgesehen von den beiden, relativ jung, ne? 11? 11? Wir sind mit 11 abgehauen von hier? Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mhm. Wann war das hier? Steht irgendwo ein Datum? Nee. Okay, aber sie waren schon als Kind ein Filmstar. Ja.
Edie's father Odin built the original house. Okay. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Gute Entscheidung. Du bist 16 geworden, okay. Also sehr viele sterben hier sehr jung. Oder vielleicht sind sie auch zu dem Zeitpunkt einfach abgehauen. What the fuck? Okay. Ugh. Du sammelst den genau gleichen Käfer öfters gerne. Na, mach ich. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Jesus, man. Okay. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Aha. Das abgeschlossene Buch, natürlich. My mom was really good at keeping secrets. Oh. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay. Das ist atmosphärisch schon sehr cool. Was war hier versteckt in diesem Haus, wo irgendwas offensichtlich nicht stimmt? Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay. An wen schreiben wir das aber? Ich meine, die Person, die wir am Anfang sind, ist wahrscheinlich eine neue Person aus der Familie, die zu dem Haus hier kommt. Mal sehen. But I had no idea what was behind that door. Es ist schöner, als ich erwartet habe. Nein, Controller. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Wird gespeichert. Okay, einen Moment. Dann will ich kurz. Ach, das geht nicht. Spiel, wo man die Vibration nicht ausschalten kann, sind. Ich. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Welches Guckloch? Wo ist denn. Hier? Ich sehe kein Guckloch. Egal. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Wie schön. Ja, guck mal, jedes einzelne Zimmer ist unglaublich schön designt. Before my mom sealed the doors. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ist da was drin oder soll ich raus? Okay, ich kann hier viel erkunden. Ist bitte nicht der Fisch, dankeschön. Alright. I kept eating and eating. Das ist widerlich. I ate a lot of things that night. What are you doing? Kannst du nicht einfach. Okay. Then I heard chirping outside my window. Oh god, no, oder? It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. What the fuck? What is going on? Kann ich hier drüber springen? Ja. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Hopp.
Mom and Dad didn't even look at me. Vielleicht weil du eine Katze bist. Da oben? Soll ich da hinspringen? No way. Da komme ich doch niemals hin. Soll ich hier rein? Oh Gott, von Parkour-Katze, Alter. Oh Gott. Was machst du hier? Hallo Vogel. I jumped and I almost got her. Das Spiel ist so abstrakt und seltsam, es ist so schön gleichzeitig. Was muss ich dazu sagen? She was getting really tired. Okay, da komme ich nicht hin. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Du hast seltsame Träume kennen. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Verdammte Kacke hier. So. Was soll ich machen? Ich will den Controller wieder rausziehen. Oh. Kann ich meine Sicht verändern? Irgendwie nicht wirklich. Was soll ich machen? Ah. Ah, okay. Hallo. Got you. Easy. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Alles klar. Was suchst du denn jetzt? Ein Hund? A mama rabbit. Mama Kaninchen. Ach du Scheiße. Na gut. Hopp. Richtig? Nein, wo bist du? Ich dachte, vielleicht läufst du mich rein. Okay, komm her. Ich glaube, genau unter mir, oder? Und dreh mir den Bomber einmal. Ich dachte, worüber bist du denn? Na komm. Komm. Mal ausdrehen. Wieder zurück. Ah, da. Okay. Na, rein. Get you. She was almost too big to carry. I started die armen choking, Dinger, Alter. But I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? Okay, game. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Okay. Was will ich jetzt fressen? Unter mir ist da irgendwas. Da kann ich runter. Ah, so. Okay, okay. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. What the f? Das Kind ist gestört! Das arme Ding! I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Bist du ein Monster oder bist du eine Schlange? Bist du, was bist du geworden? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Fucking Cthulhu.
Holy shit. Okay, dann suchen wir mal ein paar nette Menschen, oder? Ein paar Familien, ein paar Mütter, ein paar Väter. Ja, komm. Tut er nicht hoch? Geht da lang. Ich bin da hoch. Okay, ich glaube, ich bin doch da hoch. Nein? Bitte. Okay. Holy shit, das ist überraschend düster. Ist hier oben noch jemand? Ich hätte die Treppe hier auch. Ich glaube, ich da nicht auch. Ach so, jetzt verstehe ich es auch erst. Ich verändere meine Position zur Spitze von Tentakeln, wenn ich die Leertaste drücke. Zum Beispiel, wenn ich graf, das ja automatisch. Okay, dann kann ich überall hin. Auf. Mehr Menschen, oder? Geil. I wanted to stop, but also I didn't. Ihr solltet euch dringend um das kleine Kind hier kümmern. Die ist sehr gestört. Aber ja, mach ruhig. Ist der Typ direkt neben ihm nicht mitbekommen? Supi. Gott, der Mensch, Alter. Tut mir leid, Buddy. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelt something new. Something I had to have. So I swam towards it. Was bist du denn jetzt? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ich meine, was soll denn jetzt noch kommen? Wir haben schon massenhaft Menschen getötet. Kommen wir jetzt in unser eigenes Haus rein oder sowas? Ist das unser Haus? Vielleicht? I got closer and closer. Irgendein Kind, okay. Soll ich raus oder soll ich hier rein? Kann ich hier hochklettern? Ich bin sehr sneaky und unauffällig. Niemand weiß, wo ich bin. Ah, hier ist doch was, oder? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. What? Das ist ein offizielles Statement jetzt dazu? Die wurde mit Zähnen von einem Monster zerfleischt, was sie vorher selbst sah und sie geträumt? Okay, whatever. I felt like some part of Molly was still here. Okay. Ja, vielleicht ist dem Kind ja einfach irgendwas passiert und das war einfach der letzte Eintrag von ihr. Das kann ja auch sein. Wer weiß. Okay, kann ich das aufmachen? So,
Ist noch was drin? Kann ich nochmal rein? Ah, ich kann gar nicht mehr rein. Okay. Moment, ich hol mir kurz meinen Energy Drink. Einen Moment, Freunde. Ich muss übrigens ehrlich mal sagen, dass ich das Spiel bis jetzt unglaublich krass gut finde. Ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht, aber holy shit. But my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ah, okay. Manchmal muss man die Maus in der Richtung bewegen, aber was manchmal nicht. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. We got along and it was a good place to hide from my mom. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Das ist nicht schlecht. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Gebaut. Wahrscheinlich der Teil des Hauses, ne? Sven was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Meh. Okay. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ich glaube, das kennen viele. Das kennen, glaube ich, viele. So. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. But we can... Oh. Nee, wie... Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Wenn man einen eigenen Familienfriedhof hat, ist man schon gut sein. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. Wie komme ich jetzt? Hä? Ja, ich... Ah, okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Wir sammeln also die ganzen Erinnerungen von den verschiedenen Leuten, wollen halt rausfinden, wie die gestorben sind. Wahrscheinlich muss man nicht alle sammeln, aber das sind ja quasi Collectibles im Spiel, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Ende gibt, wenn man alle hat oder sowas, aber ich versuche trotzdem natürlich alles zu finden, was ich sehe. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Das ist ja schrecklich. Mein Gott. It was a pretty big trace. Eine sehr markante Spur ist, glaube ich, ja. Where's the secret in this bathroom? Es wäre interessant, wenn es wirklich ein Buch wäre und diesmal kein Schatz. Sehr gut. It's in the last place you would look. Oh, that's cool. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Mein Gott, das ist geil gemacht. Nicht durch, nicht durch, nicht durch. Oh, ich wollte nur weiter gucken, was da drin war. Ah, okay. Okay. Also mit keinen Sachen Sven interagieren. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Nie mit Sachen hintergehen, die irgendwie wie eine Tür oder sowas aussehen könnten, weil dann geht man automatisch durch. Alright. Sonst was. Calvin Finch. Kann ich hinknien? Ah, kann mich automatisch.
Ihr habt sehr viele Geheimgänge in eurem Haus. Just saying. Fort Calvin. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes und geiles Haus, ne? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Mein Gott, okay. Will ich das schon? Kann ich erstmal wieder weg davon? Nein? Nein, 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 nein. Oh. Ah, ich habe jetzt zurück. Okay, alles gut. Das ist so liebevoll alles animiert und so, das ist großartig. Aber warum genau? My grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. Der Raum ist in den 50ern gemacht worden, das sieht aber echt nicht so aus. Egal. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Oh mein Gott, nicht sein Ernst. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming. Sind's Pilze? But that day, he finally made up his mind to do it. Jesus Christ, warum? I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Wieso habt ihr hier eine Schaukel hingebaut, ihr gestörten Menschen? Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. Oh, das ist schon unangenehm im Zugucken. Heilige Scheiße. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Jesus Christ. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Habe ich jetzt Barbara schon verpasst, weil ich automatisch weiter bin dem einen? Fuck. Schade. Okay, aber die Geschichten scheinen ja wirklich interessant zu sein. Und teilweise sehr düster. Edie roped off Calvin's half of the room. Okay. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Damn. Ah, falls man den Weg noch nicht gefunden hätte, ne? Okay. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Okay, hier waren wir schon. Ach, unser Movie-Star. Okay. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Okay, was ist der passiert?
mein Gott, haben die alle krasse Zimmer. Geht da wieder rein, oder was? Ja, okay. Na. Ist auch sehr süß, dass wir übrigens die Handschuhe tragen, die unsere Oma uns gemacht hat, ne? Sie hat eben gemeint, dass sie immer neue Handschuhe... I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Schreckliche Geschichten. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Großartig. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Ah, yeah, good to listen. I'll be back in a sec. Cool gemacht. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ah, ich soll es wirklich machen. Oh, cool. She wound the key. She listened for Rick, but the house was silent. Oh Gott. She found Rick's crutch and imagined the worst. Oh mein Gott. Großartig. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ach so. Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Wir haben uns sehr erschrocken. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
Okay, was ist oben? Einfach hier? Kannst du einfach runtergehen und den Tod schlagen mit dem Ding oder? Nee, das geht natürlich nicht, ne? Rutschen wir jetzt auch raus? Komm. Nein, okay. Hallo? Oh, ist er weg? Natürlich ist er weg. Goddammit, Mann. Das ist so gut. No way, she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Das ist großartig. Das ist wirklich genauso geschrieben wie irgendwelche 90er Jahre Kindergeschichten. Now that's what I call a real eerie tale. Super gut, mein Gott. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, die Box aufzumachen. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Also, ihr akzeptiert gerade, dass sie von Monstern abgeschlachtet wurde. Okay. Happy Birthday, Barbara. Alter, das ist ja. Das ist 70 Jahre alt, der Kuchen oder so. Sind wir irgendwie in so einem Time Loop oder sowas? Wo die Zeit nicht vorangeht, weil das sieht nicht aus, ob alles hier 60 Jahre alt wäre, wo wir sind. Okay.
Kann ich jetzt einfach raus hier? Diesmal? Nein, natürlich nicht. Ist hier sonst was drin? No. Okay. Dann. Gehen wir raus. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Okay, die kann ich gar nicht aufmachen, die Dinger. Geht's jetzt hoch wahrscheinlich? Nee, geht's nicht. It's funny. Okay. All those times I played with the music box and never found the basement key. Es wird es gerade nur gesagt für den Fall, dass man nicht gerafft hat, dass der Schlüssel da drin ist? Wahrscheinlich, ne? Was man dachte, ha, coole Geschichte. Was soll ich jetzt nur machen? Bestimmt nicht mit der Musikbox spielen. Okay. Ich frage mich, ob man den Schlüssel auch beim allerersten Mal bekommen könnte, wenn man einfach extrem lange dreht oder so. Hä? Ah. Findest du nicht ein bisschen gruselig, dass das stimmt? Aus der Horrorgeschichte eben gelesen hast? Ist ein Ohr drin? Okay. Dann mal ins Basement, ne? Alright. Ist gar nicht unheimlich hier unten. Okay, ich muss kurz was ändern. Okidoki. So. Alles gut. Regnet's oder? Nur sehr windig, okay. Okay, wer ist hier unten ach, hier war die Säge. Hier war ja was. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay, was ist hier? Oh, I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Bist dir gefolgt? It turned out she was hiding a lot more than that. Oh Gott, okay, was passiert hier? Das Spiel ist teilweise wirklich überraschend düster. Dafür was denn süß. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. What the fuck? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Mein Gott, Alter. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Von was kommt das Rütteln denn? Even a monster on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting.
Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Oh Gott, was I have to leave. Well, I still can. Kann ich mich erstmal kurz umschauen? Nein, kann ich nicht. Okay, viele Möglichkeiten zu erkunden hat man nicht im Spiel, aber muss man nicht wirklich. Das ist eine Story, die man erleben will. Was habt ihr für ein Haus, Alter? Der Atomschutzbunker und der Atomschutzbunker. Okay. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Jesus Christ. God damn it, okay. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Aber wenn er meint, dass das Monster, was die anderen umgelegt hat, das gleiche ist, was ihn jetzt vielleicht umgelegt hat, heißt das alle anderen auch... Oh, ich muss jetzt runter. Heißt das jetzt, dass alle anderen auch Selbstmord begangen haben? Und die Geschichten einfach alle nicht stimmen? Oder ist er einfach davon ausgegangen, weil er nicht weiß, was passiert ist? Und einfach langsam durchgedreht ist, so ein bisschen. Weil das würde es alles noch einen viel düsteren Twist geben, aber das, oh, das ist sad. Der. Jesus, Mann. Wo ist denn dein Bett überhaupt? Ach, hier drauf, okay. Oh mein Gott. Okay. Ich meine, wenn es halt wirklich Metaphern dafür sind, dass sich einfach alle Leute hier umgebracht haben irgendwann. Dann ist es sehr düster. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Na doch, musste sie schon. Oh, yeah. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Okay. Ich meine, ich versuche zu verstehen, ob das eine Metapher war mit dem Zug oder ob er wirklich... Was ist da hinten?
Muss wahrscheinlich auch noch hin, oder? Aber was eine Metapher war mit dem Zug. Ich meine, er ist ja offensichtlich ein sehr großer Zug-Fan gesehen. Haben wir auch da drin gesehen. Ob es einfach nur halt, ob er sich halt von dem Zug umlegen lassen wollte. Ich meine, ihm ist ja definitiv bewusst gewesen, dass da kein Monster draußen war. Er wusste ja, dass es wahrscheinlich ein Zug war. Vor allem, wenn er so ein großer Zug-Fan ist, weiß er auch, dass er hier nicht drauf rumlaufen sollte. Wahrscheinlich ist er irgendwann einfach durchgedreht und wollte einfach da raus. Jetzt aber die Frage, was er genau damit gemeint hat. Das ist das Gleiche, was die anderen Familienmitglieder umgelegt hat. Vielleicht meint er diesen Fluch. Ja, weil du damit die nächste Person hier reinlockst, der du das Buch geschickt hast, ihn auch hier hin will. True. Maybe it'd be better if all this just died with me. Ist das die... But I thought you should know about your family. Ist das diese Rutsche? Wo... And the history you're a part of. Okay. Oh, die Welt ist so schön. God damn it. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Okay. Wieder von unten zurück ins Haus. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Hier lang? Wahrscheinlich da hoch, ich guck mal hier noch, was ist. Wir legen Lichter an, ich meine. Ist hier was? Das ist nicht die zur Rutsche, oder? Weil einer ist ja an der Rutsche gestorben, meine ich. Weil sie ihn irgendwie zerquetscht hat oder so. Na gut. Ich finde es übrigens sehr gut gemacht, dass man nicht chronologisch das Haus durchgeht, sondern wir jetzt halt relativ, ich glaube, in der Mitte des Spiels sind. Aber jetzt schon durch den Keller, durch den Geheimgang sind, wieder raus und jetzt wieder ins Haus reingehen. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Kann ich speichern? Okay, es geht nicht. Ich dachte mir, vielleicht gibt es irgendwie ein Secret oder sowas, wenn man da runterspringt, weil es war so offensichtlich gefährlich hier platziert. Ich dachte mir, vielleicht fallen wir da runter, kommt irgendeine Traumsequenz oder sowas. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. God damn it. Shadow, Oliver, Bob, Chris, wie viele Hunde? Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Wow. Das ist schön gemacht. Kann ich es mit den anderen auch machen? Nein. So Kleinigkeiten meine ich, das ist großartig gemacht. Wie viele Leute gehen wirklich so nah an den Stein, um das sich anzuschauen? Damn. Barbara Finch, okay. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away.
you could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Zurück wieder. Was ist eigentlich da oben? Wahrscheinlich muss ich da jetzt hin, oder? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Das Spiel leitet einen unglaublich smooth durch die Welt. Man bleibt irgendwie nie irgendwo stecken oder sowas. Du bist immer in Bewegung. Immer in der Story drin. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Sind wir gestorben, während wir schwanger waren, oder haben wir unser Kind noch bekommen? Wahrscheinlich haben wir unser Kind noch bekommen und unser Kind liest das dann im Intro des Spiels, oder? Bricht das ein? Ich soll vielleicht nicht überlaufen. Okay, wo kann ich? Ah, hier. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Sind wir nicht 17 oder so? Na gut. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Das sieht halt aus wie ein Zombie oder sowas da unten. Finch. Jagdunfall oder sowas. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Perfect. Am I gonna have to shoot anything? It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey! Language! What the? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit! Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Aw. Das musst du gar nicht machen, oder? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Wo bist du denn? Definitely should not have drunk all that coffee. Was gebracht? Nee. Hey. Ach, sie macht die Bilder. That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad.
You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Hey, Fisher? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Da können wir ein Bild von machen. Give me a minute to check the map. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Ja, dann check mal auf die Karte. Ich warte so lange. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. Great shot, Don! Was ein schönes Bild. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Ach so. Ah! Renn! Sorry, Don, just gotta reset the timer. Warte, hol mal ein bisschen langsamer. Komme. It's twitching. I think that's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Was ein schönes Bild. Of all these Geschichten stories, sind großartig. That's the one I wish most that my mom had told me. Jesus, okay. What the fuck ist hier los? Oder da hinten vielleicht irgendwas drin? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay. Dann mal weiter. Okay, scheint wirklich pro Raum meistens eine Geschichte zu sein. Ist ganz gut, ich kann es halt relativ wenig nur verpassen, weil du weißt, okay, ich habe hier schon was gefunden, ich soll weitergehen. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Heilige Kacke, sieht das gruselig aus. Was geht denn da ab? Das ist nicht süß, das ist gruselig. Aber okay. Oh, das ist schon als Baby gestorben. Ja, ein Jahr alt geworden. Ah, ne, ihr habt dich getrennt, okay. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Hm. Ertrunken. Oh.
am. I told you I don't want to do right now. Es sind so viele Gameplay-Elemente in so einem kleinen Spiel, das ist Wahnsinn. So gut, Mann. Ach, ich muss die ganze Sache runterwerfen. Ach, soll ich rausspringen? Goi. Gregory, Erfolg. Ja. Ist wirklich, wir hätten die Hälfte von den Sachen hier einbauen können, jetzt als simpler machen können, ohne die Comic-Animation und das hier. Das wäre immer noch gut gewesen, ist wirklich, Muss da oben drauf. Komm, spring drauf. Das kann ich so einfach. Das Spiel kriegt es enorm krass auf eine bestimmte Art hin, das harte, ultraschlimme Themen und der Tod als was richtig Schönes dargestellt werden, zumindest als nichts ultra-trauriges. Ist schwer zu erklären, aber es spielt eine sehr bestimmte Message irgendwie. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. What? Oh, got it. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You make him cry. Whoa. Okay. When the time for photos came, das Ding ja, ist umgeflogen, das haben wir gesehen. But Gus declined, and as a sign, held up his middle finger. Wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Weil wir hier geblieben sind und kein Foto machen wollten, wurden wir von dem umstürzenden Ding erwischt, oder? Naja.
Gott, okay, wo soll ich damit hin? Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Das ist doch nicht das Ding, aber wir wissen, dass das halt umgeflogen ist, also wahrscheinlich wurde er von jemand anderes erwischt. Keine Info hier drüber? Ist hier hoch? Was habt ihr eigentlich für ein scheiß geiles Haus, Mann? Ich bin hier nicht hoch. Ich muss noch was anderes finden vorher, oder? Wow, okay. Wait, was hab ich denn? Ich meine, das ist leer. Das muss einen Grund haben. Muss ich doch hoch? Ah, okay, mit dem Gegenlaufen. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ziemlich gemütliches Zimmer, muss ich sagen. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ich bin vom eigenen Schatten erschrocken, Alter. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Sind nur noch wir und unsere Eltern übrig, oder? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Oder ihr könnt einfach die Zimmer von den Verstorbenen, aber hey, oder auch nicht. And for a while, things were good, almost normal. But it didn't last. Es wirkt nicht so sturmsicher hier oben. Diese aufgestapelten Holztürme übereinander. Great job. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Wir sind sehr hoch. Sehr hoch. Wo habt ihr eigentlich das ganze Geld her? Ah, wahrscheinlich da drunter, oder? Unter der Matte. Die also auffällig platziert ist, als einziger Gegenstand auf dem Boden. Hat doch nicht. Thank you.
oder zumindest eine Neuzeit an. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ja. Okay. Gut. Hä? Ah. Was? Muss ich Tempo angeben? Ja, ein bisschen. Disappeared. Mein Gott. Die Musik auch noch dazu, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe schon mitbekommen, dass das Spiel gut sein sollte, aber. Then she sealed the doors. Es wundert mich gerade ein bisschen, dass das Spiel. Weiß nicht, gefühlt haben wir die ganzen. Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Normalerweise sind so richtige Meisterwerke ja wirklich gut promoted und man kennt die meistens. Aber hier habe ich mitbekommen, ja, ist ein gutes Spiel, aber heilige Scheiße. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ja, nee, oh, okay. Wenn die wirklich hier oben gelebt hätte? Das wird dann echt ein bisschen surreal hier oben. Und gefährlich. Aber ich meine, naja, okay, eine Familie, wo halt wie jedes Jahr 5 Leute sterben, ist es halt wahrscheinlich auch, ja, okay, leb halt da oben. Ich meine, ist eh gefährlich. Very, very that part of him lived on. 420. Also wirklich noch Gras drin. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Nein, der böse Drogensüchtige hat Gras geraucht. In our sessions I saw the same behavior. Das kann man doch nicht machen. His mind began to 5 Gläser Wodka pro Tag. Oh, soll ich die Hand da reinstecken? Wahrscheinlich mache ich das auch, oder? Hä? Wonder. Ah. Wow. Oh, wie gut. I asked him to describe it. He said he started small. What? Okay, das ist. Labyrinth. Das ist gar nicht so einfach. Then something moved. Bats. And toads.
Lecker. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. God, this is good. But he found something more. Wow. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Naja, aber ist doch verständlich, wenn du so einen Job hast. I spoke with his boss. Irgendwie musst du dich ja ablenken. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Es nimmt immer mehr Teil vom Hintergrund ein. He told me he'd made a new friend. Hallo, Wendy. Wenn er die Steuerung von der Hand wird gefühlt ein bisschen anders. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das mit Fischen weitermachen soll, aber... Every day his imagination grew stronger. Nein. Oben. He no longer spoke at the cannery. Hier, nee, Fisch doch. Hallo. Ah, doch. But his chopping was as reliable as ever. Nimm. Then one day it struck him. All the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. My God. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Alter, was ist denn mit den Fischen los? Die Handsteuerung ist komplett für den Arsch. Ist das absichtlich? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Er ist einfach wirklich durchgedreht. Okay. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Warum können wir denn auswählen, ob er schwul oder hetero war? Ich meine, das müsste doch eher selbst. Egal, ich meine, es ist so seine Entscheidung damals gewesen. Quest for finsteren Schlangen? Ach so, wir können alles auswählen, okay. Ja, dann passt das mal alles auswählen. Okay. He followed the sound of her. Silberharfe. Silverharp.
nicht mitnehmen? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Warum hat die Psychologin das alles wusste? Logic remained sound. Was ist denn mit... Ich raff das mit der Steuerung hier nicht. Das ist so schlecht. The world was all in his imagination. Mein Gott, nimm. Hallo. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Das ist schön gemacht, heilige Scheiße. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Sind wir da wie reingesprungen oder sowas, weil wir nicht mehr in der echten Welt leben wollten? Kann das sein? Irgendwas in der Richtung, oder? Began to forget the world we know. Wow. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ist das großartig? Including the wise Calico, who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There's only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. God damn it. Huhuhu. Das meine ich, das ist so viel Liebe und so viel Arbeit in den Geschichten. Man könnte die gleichen Geschichten auch mit 10% der Arbeit darstellen, es wäre trotzdem in Ordnung. Heilige Kacke. Ist das großartig. My mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Das meinst du? I wish we'd stayed.
But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe you should have come sooner. Nein. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. So viele Kerzen in der Bücherei. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Ja, wahrscheinlich meinen die gerade wortwörtlich turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Of things came back to me. Or maybe I came back to them. Damn it. Things I can't explain.
but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Das sind die Handschuhe von ihrer Oma und Urgroßoma. Das kennt jeder. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ist sie bei unserer Geburt gestorben oder so? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Gott. Wow. Holy shit. Das ist auf jeden Fall mein Top 5 Spiele, ich glaube, aller Zeiten. Das ist wahnsinnig gut. Da ist so viel Liebe und so viel Details in das Spiel rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Heilige Scheiße. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht ein nettes Spiel. Also das ist der erste Eindruck, den wir je gespielt haben, der eine ganz klare 10 von 10 ist. Das Spiel hat keinen einzigen Fehler. Das ist Wahnsinn. Wow. Holy shit. Ich habe mich gerade gefragt, womit erfahren wir die Geschichte vom Vater nicht, aber klar, der ist ja kein Finch gewesen. Also in dem Sinne. Wahrscheinlich zählt es deswegen nicht. Jesus Christ. Ich finde es auch sehr gut, dass das Spiel am Ende jetzt nicht unbedingt versucht hat, eine Szene einzubauen, die ja noch so richtig zum Heulen zwingt oder sowas, so ein bisschen erzwungen wirkte. Weil ich meine, man wusste ja im Prinzip, sobald die letzte halbe Stunde angefangen hat, in welche Richtung es geht. Ich meine, wir wussten relativ schnell, dass Edith nicht mehr lebt. Das ist ja klar. Vielleicht sollte man es auch nicht wissen. Ich meine, es ist ja klar. Wir haben ganz am Anfang das Buch in der Hand gehabt und sind auf dem Weg dahin gewesen. Was ist das gerade? Entdecke im Nachspann Johanns Namen.
What? Wahrscheinlich irgendein Insider von den Entwicklern. Ich meine, guck mal, selbst die Credits sind hier echt mit Liebe gemacht. Heilige Scheiße, war das gut. Vielleicht war es am Ende als Twist gedacht. Vielleicht sollte man vorher nicht unbedingt gerafft haben, dass Edith tot ist. Aber eigentlich, ich glaube, das Spiel wollte keinen Twist am Ende haben. Es ist einfach... Ein paar Sachen sind echt gut gewesen. Dass man zum Beispiel nicht genau erfahren hat, was die Urgroßoma in dem Haus da gesehen hat. Und solche Sachen. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt völlig egal. Man muss es nicht erfahren. Die meisten Sachen mussten nicht erklärt werden. Das ist alles, Alter, wow. Heilige Scheiße. Das Einzige, was ich jetzt nochmal empfehlen könnte, ein paar von euch, denen Firewatch zum Beispiel gefallen hat, schaut euch das jetzt nochmal an, dann vergleicht mal vielleicht die beiden Spiele. Ich glaube, Firewatch ist das einzige Spiel, was auch nur annähernd hier rankommt. Jesus Christ, war das gut. Ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Habe ich, glaube ich, noch nie gegeben. Selbst Lost in Vivo und sowas waren, glaube ich, 9,5 oder sowas. Und das hier ist wirklich eine 10 von 10. Jesus. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Aber das ist meiner Meinung nach wirklich ein richtiges Meisterwerk. Mich wundert wirklich, dass das nie so ultra promoted wurde. Oder wurde es? Ich habe zumindest nie mitbekommen. Ich habe immer mitbekommen, dass es ein gutes Spiel ist. Man soll es mal spielen. Aber goddammit. Ich kann mal kurz gucken. Vielleicht sehe ich hier irgendwo... Kann ich hier nicht direkt auf die Steam-Seite? Also auf die Shop-Seite? Hier müsste Shop sein, oder? Da. Okay, 95% positiv. Ja, okay, 12.000 Bewertungen. Ist gar nicht so alt, 2 Jahre alt. Okay. Ja, also Kaufempfehlung natürlich. Obviously. Ach, die haben auch Flower gemacht, die gleichen Dudes. Okay, was haben noch für Spiele gemacht? Ein Puzzle-Game. Ah, ja, okay. Haben wir irgendein Story-Game? Donut County. Die haben echt sehr strange Spiele. Oh. Ich finde die Message vom Spiel auch wunderschön. Haben wir alle erwischt? Wir haben alle, ne? Ja, ich glaube, man kann niemanden verpassen. Das geht gar nicht. Okay. Ja, die Message ist man halt, dass der Tod einfach was Natürliches im Leben ist. Und man sich dran gewöhnt, damit zu leben. Das ist ein... Ja, aber was ist denn genau die Message? Aber irgendwas in der Richtung. Dass der Tod nicht unbedingt nur was Negatives ist, sondern einfach zum Leben dazugehört. Das ist ja ein relativ klarer Teil der Geschichte. Oh Gott, dammit. Okay. Bevor ich noch weiter erzähle, wie gut das Spiel war, beende ich das hier. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Holy shit. Ich muss jetzt ein paar Leuten erzählen, wie gut das Spiel war. God damn it. Okay. Ja, das war Edith Finch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so sehr wie mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Video. Euer Crop, bis dahin.